Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin's Aubertin und heute gibt's wieder einen Meta-Montag. Heute haben wir das Deck Trubbigit Zudig am Start. Das ist so langsam ins Meta gecreept, ist also gerade ein bisschen angekommen. Wenn ihr dieses Video seht, heute ist der 24. Mai und das ist mein Geburtstag. Könnt ihr in meinen Kommentaren raten, wie alt ich geworden bin. Heute würde ich sagen, ohne weitere Verzögerung geht's ins Deckprofil zu Trubbigit Zudig. Wir fangen an mit der Standard-Ratio der Trubbigit-Monster, die wirklich wichtig sind für das Deck. Da spielen wir dreimal Nerval. Die Karte hat die Fähigkeit, wenn ihr auf das Video geklickt wird, dass wir uns eine Trubbigit-Monster-Karte suchen können, was ziemlich gut ist. Und der andere Effekt ist wie bei allen Trubbigit der gleiche. Du kannst Beast Family Monster banishen und dann das dementsprechende Link-Monster vom Extra-Deck spezial beschwören. Ziemlich gute Karte. Die nächste Karte ist der gute Fraktal. Fraktal ist der Enabler für die Kombos und gibt das Material in den Friedhof, denn der hat die Fähigkeit, wenn wir den quasi von Hand oder vom Feld auf den Friedhof legen, dass wir ein Level 3 oder niedriger Beast Family Monster vom Deck auf den Friedhof legen können. Und das macht es halt möglich, damit halt Kit oder Nerval auf den Friedhof zu schicken und dementsprechend halt Materialien und halt Karten für die Hand zu bekommen, was ziemlich gut ist. Und dann natürlich auch wieder den Banish-Effekt, um Monster Spezial zu schwören, also ziemlich gut. Die nächste Karte, die wir auf 3 spielen, ist der gute Kit. Denn in dem Deck, wo wir Pure spielen, wollen wir so viele Materialien wie möglich im Friedhof haben. Und da ist Kit ein guter Combo-Starter und kann selbst als Normal Summon manchmal schon ausreichen, um halt ein bisschen Plays zu machen. Die Fähigkeit von Kit ist die, dass wenn die auf Friedhof gelegt wird, wir eine Trubbigit-Karte vom Deck auf den Friedhof legen können. Das kann ein Spelltrap sein, das kann aber auch ein Monster sein. In den meisten Fällen wird es ein Monster sein, weil der Rest halt nicht so oft auftritt. Aber das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Dann machen wir weiter mit einem Turf und das ist in dem Fall der gute Keras. Keras hat die Fähigkeit, dass er sich spezial beschwören kann von der Hand, indem wir ein Beast Family Monster von der Hand auf den Friedhof legen. Das hat natürlich einen ganz normalen Effekt, dass er keinen banishen kann, um was zu beschwören. Keras ist die schlechteste Karte von dem Themendeck, weil sie so an sich nicht selber viel tut, weil sie alleine halt nichts machen kann. Deshalb spielen wir die auch nur zweimal, den Rest halt dreimal, weil die anderen halt Combo-Starter sind. Dann kommen wir zu dem kleinen Zudig-Package. Da spielen wir einmal Red Pier, einmal Ramram und einmal Whiptail. Alle drei haben verschiedene Utilities. Mit Ramram und Rapier macht ihr eure Zudig-Kombo, damit ihr 5 Materialien im Friedhof bekommt, eben in die Richtung und nachher auf Appaloosa und den Drachenlord senden könnt. Das ist also richtig stark. Und Riptail ist wirklich nur dafür da, falls ihr einen Drydent oder sowas übrig habt, dass ihr den attachen könnt, damit ihr noch einen extra Schuss habt mit Drydent, was ziemlich gut ist. Oder wir im Late Game halt auch mit einem Zudig halt nachziehen können und dann halt für den Zeus gehen können. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Engine. Dann kommen wir jetzt zu den Handtraps, die wir für dieses Deck spielen. Und das ist in dem Fall dreimal Ash Blossom und Joy Spring. Eine unglaublich gute Karte, weil sie super generisch ist und so ziemlich jedes Deck halt trifft. Auf jeden Fall eine sehr gute Karte. Die nächste Handtrap ist ein bisschen debatable, da könnt ihr eigentlich spielen, was ihr wollt. Ich persönlich habe mich hier entschieden für Droll and Lockbird, denn das ist eine Karte, die die Matchups, die halt gegen Trubbigit halt gut sind, extrem mal trifft, wie Dinos und wie Dragonlink. Da ist die Karte richtig gut gegen. Selbst gegen Virtual World kann das ein bisschen was ausrichten. Deshalb finde ich, Droll ist halt eine gute Karte, um die hier im Main Deck zu spielen, weil die halt die Decks halt hard countert. Ich spiele nochmal dreimal Skullmeister im Deck. Das sind halt 9 Handtraps, die wir in dem Deck spielen, was ziemlich, ziemlich gut ist. Dann kommen wir zu dem nächsten 3-Off. Jetzt kommen wir nämlich zu den Spells. Da spielen wir dreimal Pot of Desires, denn es ist eigentlich vollkommen egal, was zum Deck banishen. Wir wollen einfach nur das extra Plus haben, um gegebenenfalls für den Play zu gehen. Es nervt halt manchmal, wenn wir unsere Zudig banishen oder viele von unseren Trubbigits. Am Ende des Tages zählt halt nur der Sieg, fairerweise. Und deshalb ist das Plus 1 da super relevant und deshalb könnt ihr auf jeden Fall auch dreimal spielen. Das nächste 3-Off ist auf jeden Fall ziemlich gut, das ist einmal Tenki. Tenki ist die Suchkarte für Beast Warrior Monster, das heißt, wir können uns damit alle Zudig-Karten suchen. Und halt Fraktal, ziemlich gut. Beides gute Öffner für die Combo. Selbst im Mid- oder Late-Game können die halt richtig gut sein, deswegen spielen wir die auf jeden Fall dreimal. Dann haben wir noch ein, sagen wir mal, schlechtes Tanky, das ist einmal Barrage, also die Barrage. Die ist halt nicht ganz so krass, weil die halt das Monster direkt specialt und Rapid den Effekt nicht benutzen kann. Aber die kann uns halt immer noch einen Drydent geben oder halt einen Zeus, deswegen ist die Karte auf jeden Fall wichtig zu spielen als One-Off. Das nächste One-Off ist einmal Called by the Grave. Ich denke, wollte ich nicht erklären, ihr wollt eure Kombo durchkriegen und manche Handtraps zu shoppen, ist da super hilfreich, vor allem so eine Ash Blossom oder sowas, ist da ziemlich nervig sonst. Dann machen wir weiter mit dreimal Dark Ruler No More, denn wenn wir Second gehen mit dem Deck, haben wir ein bisschen Probleme, deswegen können wir Dark Ruler wirklich wunderbar spielen, um halt das Monsterboard zu outen, um halt unsere Kombo zu machen und dann halt zumindest ein paar Monster zu removeln, um das Board zu brechen. Das ist hier super hilfreich. Ihr könntet auch hier mehr Trash spielen, ich habe mich jetzt hier in dem Bild aber entschieden, wirklich
mehr Spells zu spielen. Dann kommen wir jetzt zu den Traps. Das sind nur 6 Stück. Wir spielen 3x Solemn Strike. Für jedes Go First Deck unglaublich gut. Denn wir haben damit auf jeden Fall eine Negation mehr. Und wenn wir das Board so spielen, dass wir das auf jeden Fall auch haben, können wir im Blossom noch eine Karte ziehen. Und wir kriegen höchstwahrscheinlich noch irgendeine Interruption, ob es jetzt eine Handtrap ist oder halt Solemn Strike. Wenn wir First gehen, richtig gute Karte. Und die nächste Karte ist Revolte. Revolte ist die Karte, warum das Deck so gut ist, denn die special halt 4 Monster vom Banish Pile oder vom Friedhof zurück, holt Shurike und Shurike Effekt, banish eine Karte und kriegt ihr noch einen Search und einen Send. Und wenn ihr Blossom benutzt habt, sogar noch einen Draw One und einen wegkriegen, ist halt schon eine richtig starke Karte. Und dann kommen wir jetzt einmal zum Extra Deck. Wir fangen an mit 2x Ferrigit. Ferrigit hat die Fähigkeit, dass wir einmal pro Spielzug ein Beast Family Monster, Level 4 oder niedriger, von der Hand spezial beschwören können. Das ist unglaublich gut. Deshalb brauchen wir die auch 2x, weil sie dafür richtig gut ist. Dann spielen wir noch ein anderes Link 2 Monster. Das ist einmal Doppeldrachenlords. Die Karte kann was bouncen, wenn wir eine Karte von uns von der Hand oder vom Feld auf den Friedhof legen. Ist ein guter Effekt. Brauchen wir nicht drüber reden. Ist eine sehr, sehr gute Karte. Ist auch Teil des Endboards, auf jeden Fall da super wichtig. Dann haben wir noch ein Link 1 Monster, das ist der gute Almirage. Den brauchen wir, um unsere nicht so guten Hände einigermaßen spielbar zu machen. Mehr macht die Karte nicht und sie kann manchmal hilfreich sein, um ein bisschen was zu beschützen. Dann kommen wir zu unseren Link 3 Monstern. Da spielen wir nämlich 2 Stück von, nämlich einmal den guten Rugal. Der ist nur dafür da, dass wir den mit Revolte theoretisch benutzen können und wir ein zweites Link 3 haben, um für Access Code Dogger zu gehen. Das zweite Link 3 ist einmal der Doom Eagle. Der kann Karten vom Gegner vom Friedhof in ein Deck zurückmischen. Ziemlich gut. Aber er ist auch da wieder Link 3 Target, um halt für Access Code zu gehen. Jetzt kommen wir zu den Link 4 Monstern. Jetzt wird's interessant. Da spielen wir 2x Shurike. Diese Karte ist so gut. Die banisht eine Karte, wenn die beschworen wird oder ein Beast Family Monster auf eurer Seite spezial beschworen wird. Was also ziemlich gut ist. Und wenn die geht, also das Feld verlässt, könnt ihr eurer Hand ein Beast Family Monster hinzufügen, was weniger Sterne hat als die aktuell gebanischten Beast Family Monster. Was meistens für Nerva reicht, das heißt, ihr lasst immer eine Karte gebanished, damit ihr auf jeden Fall immer Nerva suchen könnt. Das ist auf jeden Fall ziemlich wichtig und Shurike einfach insane. Die nächsten und letzten beiden Link 4 Monster sind halt in dem Fall Access Code Talker für Game und Apollosa für das Endboard. Nichts weiter zu sagen, gute Karten. Dann kommen wir zu den XZ Monstern, die werden nämlich ziemlich cool. Da spielen wir das Zodiac Package, Dryden, Checkanine und Tiger Mortar. Die sind für die Zodiac Combo da. Ich meine, ihr habt jetzt schon so viele Necrophiles gesehen, ich werde es nicht erklären. Das ist eine gute, gute Engine. Die letzten beiden Karten sind einmal Borbor, um halt den guten Zeus zu machen. Ich denke mal, Zeus brauche ich auch nicht erklären. Zeus ist eine gute Karte, wenn wir Second gehen, um mal so ein Board zu klären. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Karte. Das war das Sacrifice. Jetzt gehen wir ganz kurz einmal zum Endboard. Ja, das Endboard ist ein bisschen variabel, je nachdem wie ihr startet. Aber ihr habt normalerweise immer auf dem Endboard eine Apollosa mit 3 Negates und Doppeldrachenlords auf dem Feld. Das ist euer Monster-Lineup. Und ihr habt 2 bis 3 Interruptions auf der Hand, weil ihr meistens 3 Karten verdeckt habt. Oder halt zumindest 2 Handtraps oder sowas habt. Das ist das Endboard. Das ist erstmal nicht so krass wahrscheinlich. Aber wenn ihr überlegt halt, das sind halt 4 Interruptions plus halt 2 Set. Das sind halt 6 Interruptions gegen eine 6 Karten Starthand. Das kann manchmal reichen. Und ja, das war's schon zu meinem Deck-Profile, zum Metamontag, zu Tribigate, Zodiac. Lasst mir in den Kommentaren da, was ihr für Deckprofile sehen wollt zum Meta-Montag. Denn es sind ja nicht mehr ganz so viele Decks offen. Vielleicht fällt euch noch ein bisschen was ein. Und auf jeden Fall mal dem Channel hier ein Abo da lassen, damit ihr in Zukunft nichts von meinem Content verpasst. Und bis zum nächsten Mal, rein. Ciao, Leute.